Heckantrieb ist typisch Mustang. Dass euch das Heck also mal ausbricht, kann schon mal passieren. Damit ihr keine Panik bekommt und wisst, wie ihr euer Pony dann wieder einfangen könnt, das zeige ich euch jetzt. Kommt mal mit. Und zwar befindet sich am Anfang der Gleitfläche eine Hydraulikplatte. Mhm. Und da wird Folgendes passieren: Wenn du auf die Gleitfläche auffährst, wird durch diese Hydraulikplatte das Heck weggezogen von deinem Fahrzeug, sodass wir künstlich ein Übersteuern erzeugen, also dass das Heck hinten ausbricht bei deinem Fahrzeug. Ja. Und deine Aufgabe ist es, das Fahrzeug wieder einzufangen. Okay. Wie machst du das? Ich lenke gegen. Genau, super. Gegenlenken ist absolut richtig. Wohin lenkst du gegen? Woher weißt du, in welche Richtung du lenken musst? Immer in... Warte kurz. Siehst du, und schon hat es zu lange gedauert. Ja. Und den Tipp... Also wenn das Heck nach rechts geht, muss ich nach links lenken. Nee, muss ich auch nach rechts lenken. Auch nach rechts, genau. Genau, das immer ist dahin, wo das Heck ausbricht. Genau, ja. Ist vom Ergebnis richtig, aber du merkst, das hat viel zu lange gedauert zu überlegen. Mhm. Deshalb der Tipp, schaue dorthin, wo du hinfahren möchtest und lenke auch dorthin. Okay. Mhm. Das heißt, jetzt ist deine gewünschte Fahrtrichtung hier runter. Fixier wirklich vielleicht einen Punkt und da hast du deinen Blick hingerichtet. Und wenn dann das Heck ausbricht, lässt du bitte deinen Blick dort und in diese Richtung lenkst du auch. Und was du nicht vergessen darfst, wenn du dich wieder zurückdrehst mit dem Fahrzeug, dass du auch die Lenkung wieder öffnest. Mhm. Weil wenn du das nicht tust, dann drehst du dich in die andere Richtung. Genau, ja. Ja? Und deshalb immer dahin lenken, wo du hinschaust. Okay, gut. Dann viel Spaß. Alles klar. Los geht's. Jawohl, okay. Die Hilfe kann starten. Sehr schön. Er hat so schnell reagiert. Wunderbar. Ja, da kannst du ruhig, das waren jetzt gemessene 35 zu 5 km/h, kannst du da nochmal draufpacken. Und auf die Bremse. Super, sehr schön gemacht. Scheiben sind gerade beschlagen. Kleinen Moment. Das war der Angstschweiß. Alles gut. Also wenn du was ist, wenn du eine Pause brauchst, dann sag einfach, gell? Pause, ich brauche keine Pause. Sehr gut reagiert. Super. Ganz schnell an der Lenkung gewesen. Weil irgendwann, wenn sich das Fahrzeugheck zu weit gedreht hat, dann hast du keine Chance mehr, weil du so stark ja gar nicht einlenken kannst. Sheesh! Oh, fuck, ey. Und auf die Bremse. Jawohl. Ja, aber das schaffst du. Warte beim Bremsen wirklich so lange, bis das Fahrzeug wirklich so schräg steht, dass du keine Chance mehr hast. Links einlenken und jetzt, ja, du stehst schon auf der Bremse. Ich helfe dir mal, ja? Geh ja, erst auf die Bremse, wenn ich sage, okay? Okay? Jawohl, super, sehr gut. Das war wunderbar. Und auf die Bremse. Jawohl. Thank you.
Notfall. Okay, erst auf die Bremse, wenn ich sage. Kann hier ja nichts passieren. Wir haben hier so viel Platz. Probier es nochmal. Komm. Lassen Sie mal so ein kleiner Gegenfenster am Ende noch dabei. Das lag daran, dass du nach dem ersten Abfang die Lenkung ein bisschen zu spät geöffnet hast. Aber das war nur minimal. Ja? War sehr gut gemacht. So, Line, ich hoffe, du hast die Platte gut überstanden. Ja. Ja? Hat es ein bisschen Spaß gemacht auch? Ja, auf jeden Fall. Also das war bis jetzt die coolste Übung, die wir gemacht haben, fand ich. Wunderbar, das freut mich. Was waren denn die Erfahrungen, die du gemacht hast? Wie hat sich das Fahrzeug verhalten? Was hat denn geholfen? Was hat nicht geholfen? Also erstmal fand ich es extrem komisch, weil jetzt war ja irgendwas da, was mein Fahrzeug bewegt hat, was ich nicht selbst beeinflussen kann mit dieser Rüttelplatte. Ne? Und klar, ich musste immer gegenlenken. Man hat direkt gemerkt, wenn ich aus Angst einfach auf die Bremse gegangen bin, hat sich das Fahrzeug direkt gedreht. Noch schneller, ja. Gell? Also am besten gar nicht bremsen und nur gegenlenken. Das war bis jetzt dann das Beste, wo genau. Ich am besten davon gekommen bin. Genau. Nee, wunderbar. Ja. Hast du auch gut gemacht. Hat das mit der Blickführung ein bisschen geholfen? Weil das kann ich von außen natürlich gar nicht sehen, wo du hinschaust. Ja, ja doch, auf jeden Fall. Ja. Wenn ich merke, mir haben sie das Heck weggerissen, dann Blick nach vorne. Und wo will ich hinfahren? Da lenke ich auch hin. Das hat natürlich geholfen, ja. Muss nicht immer vorne sein. Ja, kann genau. Kann auch durch die Seitenscheibe sein, genau. Wenn du dich schon weit eingedreht hast. Ja, genau. Dass du da den Blick hingerichtet hast. Ja. Okay, wunderbar. Hast du sehr gut gemacht. Cool. Merkt euch also Folgendes. Immer in die Richtung lenken, in die das Heck ausbricht, und zwar zügig. Dann die Lenkung wieder öffnen, geradeaus fahren. Den Blick immer dahin, wo ihr hinfahren wollt und ankommen wollt. Und wenn gar nichts mehr geht, einfach auf die Bremse. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like für uns da. Für mehr Mustang-Videos klickt jetzt einfach auf das nächste oder abonniert unseren Kanal.